Wieder eskaliert die Gewalt im sächsischen Heidenau. Diesmal muss die Polizei linke und rechte Gruppen voneinander trennen, die sich gegenseitig attackieren. Zuvor demonstrierten rund 250 Angehörige der linken Antifa-Szene zunächst friedlich, um ihre Solidarität mit den Flüchtlingen zu zeigen. Die Vermummten wurden bis vor das Flüchtlingsheim vorgelassen, wo sich weitere Unterstützer versammelten. Beim Abzug der Linken kam es zu Zusammenstößen mit rechten Asylgegnern. Die Polizei griff mit Schlagstock und Pfefferspray ein. Am Vormittag will SPD-Chef Sigmar Gabriel die Flüchtlinge besuchen. Zuvor verurteilte er bereits die rechte Gewalt. Das, was Sie da sehen, das ist beim uns zu Hause, würde man sagen, das ist wirklich Pack und Mob. Und was man da machen muss, ist, man muss sie einsperren. Diese Leute haben mit dem Land Deutschland, wie wir es wollen, nichts zu tun. Und um es mal ganz offen zu sagen, im Grunde ist jeder Flüchtling, der hierher kommt, hat mehr mit diesem Land zu tun, als diese Leute, die das Land missbrauchen, Menschen aufhetzen und zu Gewalt und Mord und Totschlag auffordern. Denn bereits die Nächte zuvor flogen Brandsätze und Steine in Heidenau. Einige Asylgegner gingen unglaublich brutal gegen die Polizei vor. Einzelne Siegheilrufe zeigten die Gesinnung der Belagerer. Zum Glück konnten die Rechtsradikalen nicht in die Unterkunft vordringen. Jetzt wurde rund um das Asylbewerberheim im Praktikerbaumarkt eine Sicherheitszone eingerichtet. Wer sich dort aufhält, wird von den Beamten angesprochen und muss sich ausweisen. Derzeit haben vor allem viele Flüchtlinge Angst. Als klares Signal, dass sie hier im Land willkommen sind, fordert die Opposition von der Regierungschefin, ihr Schweigen zu brechen und Stellung zu beziehen. Ich erwarte von der Kanzlerin, dass sie sehr eindeutig darauf hinweist, dass sie in unserem Land keinen rechten Terrorismus duldet. Nicht den der NSU, aber auch nicht den, der gerade in Heidenau auf der Straße ist. In den vergangenen Tagen sind in Heidenau immer wieder Flüchtlinge angekommen. Nur ein massiver Polizeischutz konnte verhindern, dass sie von Rechtsradikalen angegriffen wurden.